Start in 3, 2, 1, Feuer. Oh, naja, das ist ja nicht gerade ambitioniert. Los, 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 gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Okay. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ich erinnere mich an dieses Design, ich bin mir nicht sicher, ob es episch super war oder episch für die Tonne. Eins von beiden. So. Warum ist das ganze Ding so leise? Machen wir mal ein bisschen lauter hier. Settings hier. Master Audio. So. Wenn es euch jetzt die Trommelfelle raushaut, dann tut mir leid. Wow. Das war ja enorm laut jetzt. Also weiß nicht, wie es bei euch ankommt, aber bei mir ist es ziemlich mau. So. Macht ihr nichts. Dieses Raketendröhnen ist ja jetzt auch nicht unbedingt mega wichtig. So. Also. Wir sind bei 7000 Metern. Dann müssen wir langsam mal anfangen zu kippen. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Schiss mit dem Ding zu kippen. Es ist irgendwie kopflastig. Aber wir kippen erstmal nicht mehr. Fliegen wir erstmal mit den Solid Boostern erstmal geradeaus. So. Also. Und diese Solid Booster brennen aber echt lange. Hm. Okay, dann kippen wir vielleicht trotzdem mal ein bisschen. Nur ganz bisschen, nur ganz bisschen, 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 bisschen. Mit ein bisschen Valentina kennt sich aus. Ah ja, okay. Und okay. So. Jetzt hoffe ich mal, Stage Recovery checkt das schon. Dass das Ding halt jetzt hier. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nicht kippen, nicht kippen, nicht kippen, nicht kippen, nicht kippen. Okay. Alles gut. Yay! Yeah. Hey, cool, ich hab davon eine Flagge. Geilo. Die Schleichwerbung. So. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So. Ja, bisher noch nicht explodiert. Das ist immerhin. Wir sind schon bei 100.000 Metern Höhe. Also, maximale Höhe. Dann können wir ja schon mal hier. So, ist gut. So, ist gut, so ist gut. Ja, ja. Oh, voll einschlagen, genau. So, okay. Also, Antenne. Und S-Recycler an. Start Life Support. Ja. Wir wollen hier schließlich auch Life supporten. Dann Extend Antenne. Ja. Dann. Funktioniert das nicht? Ah, so funktioniert das. Okay. Fuel wird schon. Ja, der Fuel funktioniert gut. Okay. Ja, Liquid Fuel. Das funktioniert alles. Okay. So. Okay. Wie sieht es mit unseren Aufträgen aus? Wir brauchen. Machen wir einfach mal hier Crew Report. Einfach mal selbst. So. Ah, sehr gut. Das hat geklappt. Wo ist mein Science-Ding? Naja, wir beschleunigen eine Weile. Das kann dauern. So, hier. Ah, ja. Moment. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Show experiment available on vessel. Moment. Ah ja, so. Okay. So, und das machen wir jetzt ein bisschen kleiner. Und dann kommt es hier so über den Chat. Okay. So weit, so gut. Was sagt die Map? Die Map sagt, läuft eine Weile. Gut. Dann Gravity Scan. Wir sollen Gravity Scan. Gut, von mir aus. Womit scannt man Gravity? Mit dem blauen Ding, ne? Haha! Sieht das an, hat er jetzt eins gemacht. Sehr gut. Okay. Für Life Support habe ich. Was habe ich denn? USA. USI Life Support habe ich. Das gefällt mir nicht. Also das, bei dem man nur Snacks braucht. Tech Life Support, wo man Sauerstoff und Oxygen und alles braucht, das war mir dann ein bisschen zu. Was war denn da los? Das hat mir komisch gekippt. So. Okay, jetzt haben wir mehr Schub und weniger Masse. Jetzt müsste es aber auch langsam abgehen, oder? Ja, Betonung liegt auf langsam abgehen. Ganz viel langsam. So. Aber immerhin haben wir jetzt die coolen Verbindungen schon. Wir haben hier Direct Connection. Okay. Ja, das langweilige Life Support. Aber ganz ehrlich, warum sind die hier blau und die rot? Ich komme auch so nicht genug dazu zu zocken, geschweige denn mich damit zu beschäftigen, hier auch noch meine Kerbals praktisch am Leben zu erhalten. Weil bei mir ist die Herausforderung, die Kerbals nicht irgendwo gegenkrachen zu lassen. Ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der schafft, in einem Spiel, wo es großteils nichts gibt und nur Vakuum vom Raum, reihenweise in irgendwelche Planeten reinzukrachen. So, ah ja, okay, Kamera kotzen, sorgt direkt für, ah ja, okay. So, wie sieht es eigentlich mit unserem Fuel aus? Naja, sieht doch ein bisschen, ja, könnte besser sein. So,
Das ist Moon. Wir wollen aber Plant Flag on Minmus. Vom Surface of Minmus. Was ist denn das hier? Achso, da müssen wir. Da schauen wir mal, ob wir auf dem Rückweg Zeit haben. Oh oh, Moment, da war doch was. Was ist da? Da dreht sich was. Okay, da drehen sich Dinge um Minmus rum. Advanced Manned Rocket plus Wheels Relay? Aha. Okay, interessant. Werden wir mal sehen, was das ist. So. Okay, Moment. X-Science. Moment. Wegen deinem. Hier. X-Science. Schau mal bitte rechts auf deine Taskleiste. Unter dem Symbol von X-Science ist wie eine Art Stecknadel. Ja, das Ding, genau. X-Science, here and now. Moment, da kann ich draufklicken und dann macht es automatisch die Dinger? Das ist aber neu. Also die Stecknadel kenne ich schon eine Weile, aber macht es dann... Moment, Sascha, weißt du das? Macht das Ding dann alle Gravity Scans oder macht es nur einen? Weil ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Gravity Scans an Bord. Weil das wäre echt cool, wenn es nur eine machen würde. Ich habe nämlich dieses Perform All Science Mod installiert, wo ich das anklicken kann und Perform All Science. Das Problem ist nur, dann macht er wirklich alle Science-Dinger auf. Na, wirklich alles. Jap wie 1 oder Jap wie alle? Entweder oder Frage, er antwortet mit Ja. Sehr gut. Nur 1. Na, das ist ja mal geil. Das müssen wir direkt nachher ausprobieren. So, mal schauen erstmal, was passiert, wenn ich hier Gas gebe. Wow. I. Da weh. Moment, kann ich vielleicht ein Katapultmanöver mit dem Moon machen? Ich meine, Katapultmanöver bei mir läuft meistens darauf hinaus, dass ich die dreifache Menge an Sprit brauche. Aber... Moment, Moment. Da hinten hatte ich doch ein Intercept mit Minmus. Ach, das wäre geil, wenn ich mich vom Moon auf Minmus schleudern lassen könnte. Nein, das klappt eher so nicht. Ich bin hier und Minmus wäre da. Eher so mau. Okay, und wenn ich jetzt hier raus beschleunige... Wenn ich hier raus beschleunige, dann rutsche ich ja dahinter. Ich würde aber gern dahin. Wisst ihr was? Dann drehen wir mal eine Runde. Wie hoch sind wir hier? Nicht hoch genug. Na gut. Haben wir genug Futter an Bord? Ah! Moment, was ist das? Da ist was kaputt gegangen. Ah, das war, glaube ich, die mittlere Section. Stack Decoupler, External Fuel Duct, ja, könnte sein. Und das sind die, genau, das war die Start Stage. Okay, die haben dies. Das hat funktioniert, sehr gut. Also. Okay, alles klar, danke dir, Sascha. So, dann machen wir hier mal kurz kreisförmigen Orbit. Oh, komm. Los. Und komm. Und stopp. Okay. So, also, neuer Plan. Wir beschleunigen auf der rechten Seite vom... Oh, perfekt. Looky hier. Wir beschleunigen hier und treffen Minmus genau da hinten. Aha. Mann, als wäre das so geplant gewesen. Mit ein bisschen mehr. Ein bisschen weniger vielleicht. Moment. Das passt schon so. Die Position ist perfekt. Aber wir sind ein bisschen zu langsam. Wir minimal früher beschleunigen. Minimal später vielleicht. Ja, später ist. Oh, guckt euch das an. Hier läuft die Sache. Genau so. Okay, genau da werden wir beschleunigen. So, gut. Dann machen wir Zeitraffer, bis wir dort sind. Und dann ab nach Minmus. So, Schlückchen Kaffee um 9 Uhr abends, was kann da nur schief gehen? Ist ja nichts, das muss ich morgen früh aufstehen, ne? So, also wir müssen eine Minute lang. Eine Minute, ernsthaft? Physikalische Beschleunigung sagt danke. So, also fangen wir mal 30 Sekunden vorher an, würde ich sagen. Okay, wir fangen 30 Sekunden vorher an, jetzt sind 25 vorher. Toll gemacht, mal wieder. So. Ja, klar. Das ist kein Glück, Sascha, das ist Können. Das ist Karma. Das ist Vertrauen in die kosmische Konstante. Das
Das ist reiner Dusel. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. So. Okay. Also, dann springen wir hier mal gleich mal die Tanks. So. Und tschüss. Okay, das hat gut funktioniert. So. Weiter beschleunigen. Warp 4! Da, 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 da. Und Gravity Scan. Moment, direkt mal direkt das neue Ding ausprobieren. Hier. Gravity Scan. Aha! Ich glaube, das ist gut gelaufen. Nicht ganz sicher. Werden wir sehen, wenn wir zu Hause sind. So. Also, wie sieht's aus? Okay, das war der Moon. Den wollen wir aber gerade nicht. So, vorsichtig. Okay. Ganz sanft. Ganz sanft. Moment, hier Focus View. So, ja. Okay. So. Okay. Wie kriege ich das jetzt am besten runter? Ich hätte da nämlich gerne... Ihr könnt ja mal versuchen, wenn ich zum Beispiel... Antinormal beschleunige. Moment, wir sind... Versuchen wir einfach mal Antinormal. So. Also jetzt ganz sanft. Ganz sanft. Ja, das bringt was. Das bringt was. Oh ja. Das schlängelt irgendwie ein bisschen komisch. Sollte ich mir Sorgen machen? Aber es funktioniert. Hey, was sollen wir machen? Stimmt ja, das habe ich direkt mit Squad ausgemacht. Die dürfen meine Spielstände löschen. Aber dafür schieben sie mir die Planeten so zurecht, dass ich praktisch gar nichts machen muss. Hä? 20.000 Meter? Ach Quatsch, wir machen einen heißen Anflug. 10.000. 10.000 ist geil. 10.000 nehmen wir. 10.000 ist für Pussys, wir machen 5. So, 5.000. Oh, 5.000,3. Mann, da sagt noch einer, ich hätte keine Ahnung hier. Das ist eine Punktberechnung. So, also. So, dann... ich will mein Spacecraft hier sehen. Moment, Gravity Scan, Gravity Scan. Oh, ich kann keinen Gravity Scan mehr machen. Moment, musste ich nicht einen Gravity Scan machen für irgendwas? Plant Flag on Minmus. Nee, Seismic Scan. Nee, wird schon nicht so wichtig sein. Ach, was soll's. Schick mal einfach eins davon. Moment, hier. Ah, Kamera. Moment. Deactivate. Oh nein. Wo ist denn hier? Aim-Kamera gibt's doch irgendwo. Hier, Aim-Kamera. Haha. So, also. Also, das ist das Gravity-Ding. Das können wir uns ja mal angucken. Und das können wir mal schicken. So, haben wir es jetzt geschickt? Ah, so. Das hier mal ein bisschen runterziehen. So, okay. Ja, genau. So. Okay, also. The Legend 27. Oh nein, ich wurde enttarnt. So. Ja klar. Habt ihr nicht die alte Rakete gesehen, die ich vorhin durchgeklickt habe? Da waren Räder dran. Das war direkt so gedacht. Da wird gebremst durch die Bremsen der Räder. Und so direkt am Planeten vorbeigeschrammt. Das war der Plan. So. Also. Okay, mein Gravity Scan läuft gerade amok. Da hätte ich ein paar mehr draufschrauben sollen, merke ich gerade. Aber hey. Ah, schaut mal, da ist ein Satellit. Der fliegt da auch aus irgendeinem Grund rum. Okay, wir fragen mal nicht. Aber gut, dass er da ist. Der dient jetzt als Relaisstation. Oh Gott, das ist so ein typischer Anblick. Nur KSP-Spieler wissen mit diesem Anblick was anzufangen. Mit den ganzen Linien und Strichen und Kreisen und Kotze. Oh Mann. So, also Minmus. Me is coming. Was muss ich eigentlich auf Minus machen? Ach ja, Plant Flag und Data from Surface. Alles klar. So, wo ist Minus? Da ist Minus. Incoming! Da, 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 da. Das war ein bisschen schnell. So. Also, ja, Techniker von der NASA. Die haben ja keine Ahnung. Von den 14 ganzen Zuschauern sind garantiert 5 von der NASA. Die schreiben gerade mit. Die machen Mitschriften. Prüfung ist kommenden Mittwoch. Achso, Material Studies kann ich gerade machen. Material Studies, so. Material Studies, so. Oh, bin ich doof, bin ich... Oh, Moment. Das ging... Ah, oh, lang ist es her. Und zwar... Warte mal, können nur Scientists Experimente aus Experimenten rausnehmen? Nee, Scientists waren die einzigen, die das irgendwie recovern konnten. So war das.
So war das, ja, okay. Moment, wie sieht es eigentlich mit meinem Anflugvektor aus? 5004 Meter. Da haben wir ja massig Puffer übrig, würde ich sagen. Ich wollte aber was anderes machen. Und zwar können wir doch, wenn wir hier unsere Valentina mal rauslassen, die kann doch hier das Ding hier sicher nehmen. Take Data. So, und dann könnt ihr auch hier Store Experiment machen. Und dann, wenn ich hier wieder reingehe, dann kann ich doch dieses Gravity-Ding neu benutzen. Haha! Ja, so war das! Ich erinnere mich, da war was. Okay, jetzt sollen wir aber so oder so langsam, glaube ich, mal anfangen zu bremsen, oder? Weil langsam, weiß nicht, langsam können wir die Staubkörner da auf dem Boden sehen. Vielleicht sollten wir langsam mal so ein bisschen auf die Bremse treten. Also, und zwar wollen wir. So, und Vollschub. So, Surface. Ach, das ist Minmus. Ich habe ganz vergessen, wie gnädig Minmus zu einem ist. Minmus ist hier ganz entspannt. Da kommt man ja super entspannt rein. Habe ich eigentlich Lichter an Bord fürs Landen? Ja, so. Doch, da, ich habe ein Licht an Bord. Moment, voilà. Das sprengen wir ab. Gut. Füße auf. Okay, die oberen Füße wollte ich jetzt eigentlich nicht aufmachen, aber so geht's auch. Moment. Autopilot. Vollschub. Mein Schub ist gerade ein bisschen schwach, kann das sein? Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, doch, doch, doch. Alles gut. Oh, massig Zeit. Ganz entspannt. Da ist was kaputt gegangen. Ach, das waren die. Das waren die Dinge. Alles gut. So, Mann, ist das eine Punktlandung. Ja, ich weiß, ihr seid jetzt alle enttäuscht. Wie kann ich es wagen, nicht voll aufzuprallen und total kaputt zu gehen, aber... Tja, ich habe geübt. So. Quatsch, Minmus hat keine Hänge. Prinz Höfte, Minmus hat gefälligst keine Hänge zu haben. So sieht's aus. Wie sieht es eigentlich mit Licht aus? Licht. Ja, guck mal, Valentina freut sich auch da hinten ganz fleißig. Warum guckt die nach unten? In diesem blöden Pad brauchst du nicht nach unten gucken, da siehst du nichts. Wenn man nach oben guckt, sieht man nur Sterne, also bitte. So, also muss ein bisschen Schub, ein bisschen. So, nicht übertreiben. Ja, ein bisschen mit Geschmack ist. Moment, habe ich die Füße falsch rum aufgebaut? Das schauen die... Ne, ist wurscht. So, im schlimmsten Fall lande ich auf der... Oh nein, es ist doch ein Hang. Ja, diese Rakete ist, glaube ich, nicht besonders standfreundlich, aber schauen wir mal. Und, Patch. Aha! Nein. Nicht, aus, böse. Okay. SAS aus. Das SAS wackelt nur blöd rum. Stehen wir? Weiß nicht, die Füße tanzen noch ein bisschen. Stehen wir? Wir stehen. Ja, wir stehen, sehr gut. So. Also, was sollen wir denn hier machen? Material Studies. Oh, machen wir Material Studies, warum nicht? Wie, Moment. Material Studies haben wir schon gemacht. Und nee, und ich habe natürlich Valentina mitgenommen, die das Zeug halt nicht resetten kann. Oh Mann. Ja, scheiß drauf. Review. 50 Science Data, ja, weg damit, brauchen wir nicht. Wir nehmen Neues. Und zwar, es gibt sicher mehr vom Boden aus, oder? Ja, 75. Was für ein Deal. Okay, also wir müssen sowieso eine Flag planten, ne? Achso, und vielleicht sollen wir einen Crew-Report senden. Der bringt zwar nichts, aber dann haben wir den Vertrag erfüllt. Das ist doch schon mal was, sehr gut. So, jetzt planen wir eine Flag. Willkommen im Deutschunterricht. So. Also, Valentina ist ja, wenn dann, kein Adler, sondern sie ist ja eine... Naja... Weiß ich nicht. Schwalbe? Weiß ich nicht, was die heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt. So. Also, Gravity Scan. Aha. Log. So, sehr gut. Also, EVA. So, und jetzt bitte nicht auf die Solarzellen fallen. Immer sehr beliebt. Gerade die Valentina kann das ja besonders gut. Okay, gut gemacht, Wally. So, runter, Boden. Und Touchdown. Und spektakulärster Touchdown der Geschichte. So, dann planen wir mal eine schöne Flag. Flag. Mach doch mal Lichter an. Lichter? Das geht nicht während der tollen Animation. Falsche Seite.
Okay, 2017! Yay! Yay! Das ist ein großes I geworden, das sollte ein kleines I sein. I! Okay, die kleinen I's sehen halt wie Striche aus. Okay. Dann vielleicht auch keine kleinen I's, dann lieber I. So, okay. So, haben wir das geschafft. Surface Sample. Stimmt, da trägt Surface Sample dabei was. Wow. Ernsthaft? Hast du mir nicht gerade angezeigt, dass die Surface Sample was bringen würde? Bin ich hier echt genau an der Grenze zwischen zwei Biomen? Nee. Okay, Surface Sample bringt gar nichts. Nein, halt nicht. So, also, meine Tina steigt dann mal bitte wieder ins Cockpit. Ja, Moment. Oh Gott, diese Steuerung mit Shift und. Ah, so. Valentina wants to ball. Wir sind drin. So. Okay. Und jetzt. Oh, ich liebe diesen Mod, wo ich sage, hier. Jetzt kann ich mir hier direkt angucken, ob wir einen neuen Vertrag haben, den wir direkt auf Minmus machen könnten. Zum Beispiel. Build Surface Outpost on Minmus. Ja, nee, das können wir nicht machen. Position Satellite. Haben wir noch genug Fuel, vielleicht bei Moon vorbeizuschauen? Nein, Flag on Moon. Was müssen wir denn eigentlich machen? Wir sollen auf einer bestimmten Stelle am Moon landen. Ja, versuchen wir es mal. Was kann denn schon schief gehen, ne? Also gut, dann nehmen wir das auch noch an und dann auf dem Rückweg fliegen wir beim Moon vorbei. Alles klar. So, dann passt ja alles. Läuft der Recycler? Der läuft sehr gut. SAS an. Okay, dann würde ich sagen, geht's mir irgendwann mal ein Licht aus. Das stört ein bisschen. So. Also. Moment. Mal kurz checken. Wir sind hier. Okay. Dann bin ich mir relativ sicher. Und wir wollen dahin. Okay. Dann fliegen wir am besten in die Richtung raus. So. Und treffen da den Mond irgendwie auf der Seite. So. Kann, so. Das ist ein 1A-Plan, würde ich sagen. So. Nicht Target. Orbit. So. Okay. Und starte Engine. In 3, 2, 1. Feuer. Super langsam. Super langsam. Und Feuer frei. Wir fliegen. Du willst schon wieder Gravity Scan von mir. What? Aha. Hier, ja, neuer Knopf. Gravity Scan. Haha. So. Wie fliegen wir das gerade denn? Also wir fliegen doch hier gerade total komisch, oder nicht? Es wird irgendwie so ein polarer Orbit werden. Ugh. So. Silvester? Silvester habe ich bei Freunden verbracht. Da haben wir sozusagen Hausparty gemacht. War ziemlich cool eigentlich. Mit dem üblichen Feuerwerk und so Zeug. So. Oh, EVA. Moment, wer ist hier denn? EVA, ja. Es muss auch geil sein. Hier so 200 Meter über dem Boden. Lalala. Erstmal EVA-Report. So. Und Board. So. Den können wir gleich senden, oder? Den EVA-Report. So, wir haben, ja, den senden wir, den keepen wir auch und den keepen wir auch. Alles klar. So, dann haben wir noch was geschickt. So weit, so gut. Okay, also, dann warten wir, bis wir da oben bei der Apoapsis sind. Komm. Und was wetten wir, dass Valentina nicht mehr heimkommt? Okay, so. Okay, und Schub. Und Stopp. Okay, das war ja mal sanft. Und jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwie den Mond treffen. Warum sind so Orbit so rotze? Na toll. Also, wenn wir hier beschleunigen, was passiert dann? Dann rutschen wir halt irgendwie aus dem Minmus-Orbit raus. Und landen irgendwo im interplanetaren Raum. Nicht gut. Ganz schlecht sogar. So. Na gut, dann versuchen wir es lieber andersrum. Dann nehmen wir das und schieben es auf die andere Seite. Was passiert dann? Dann rutschen wir auch aus dem Minmus-Orbit raus und landen irgendwo bei anderer Orte. Toll. Wisst ihr was, das machen wir. Die andere Seite ist... Wir müssen da raus, so oder so, dann können wir da einfach auf der Seite raus. Das spielt ja eigentlich keine Rolle. So.
Also, wie sieht es mit Futter aus? Haben wir noch Futter an Bord? Supplies? 170. Ja, Leute. 170 ist genug. Also. So. Einmal ausrichten, bitteschön. Und dann geht's ab zum Mond. Und Feuer frei. So, schön auf den Orbit achten. Und vorsichtig. Stopp! Nein, noch nicht. Ein bisschen mehr. Jetzt stopp. Okay. Wie sieht's aus? Ein bisschen mehr beschleunigen, dann kommen wir mehr rein, oder? Ja, die sieht gut aus. Ein bisschen ganz sanft beschleunigen. Okay, das reicht mit beschleunigen. So. Dann ab zum Mond. Los, lass mich hier raus. Und plump. Okay. So, und jetzt heißt es Moontreffen. Bremst mal doch ein. Was habe ich jetzt gemacht? Wenn ich jetzt bremse. Wenn wir jetzt bremsen, dann passiert was? Treffen wir dann den Moon irgendwann? Ja, das ist das Target. Hier will ich Target haben. Ich glaube, das ist ein Ja, oder? Ja, sieht doch gut aus schon, hä? Oh, das machen wir. Wir bremsen einfach. Wir bremsen einfach und dann schauen wir, dass wir den Mond treffen. So. Wie sieht es eigentlich mit Fuel aus? Oh, Fuel ist massiv da. Wir fliegen mit der Terrier Engine, die ist super sparsam. Aber aus irgendeinem Grund wackelt irgendwie mein... Treffpunkt mit Moon. Jetzt. Jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Da sollen wir landen. Alles gleich. Nicht, das könnten wir aus der Entfernung halt ausmachen, wo zum Teufel das Ding ist, aber. So. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, ab zum Moon. Wir müssen einen Blick aufs Essen behalten. Und natürlich habe ich nicht dran gedacht, genug Essen mitzunehmen. Für so eine Doppelmond. Reise. Wow, die Valentina frisst mir aber ganz schön was weg. Die wird doch nicht schwerer werden, oder? Wo ist denn mein Recycler? Hier. Stop Life Support. Nee, der Recycler läuft. Die frisst mir ganz schön was weg, du. Ist ganz schön hungrig, die Dame. Na gut. So. Da kommt der Moon. Und wir sind in der Umlaufbahn vom Moon. So, okay. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ding treffen hier. Activate Navigation. So, mach du mal. Also wir werden jetzt erstmal einen Orbit einleiten, würde ich sagen. Ist irgendwie geschickter, oder? Weil ich mit meinen Fähigkeiten Dinge zu treffen, treffe vielleicht den Mond. Aber zur Hölle nicht das, wo ich hin muss. Okay. Also erstmal Orbit. So viel Fuel wird schon noch da sein, oder? Lass mal sehen, wir haben da oben noch ein Kästchen und da haben wir noch diese seitlichen Tanks. Ja, alles gut. Das wird schon reichen. So. Ehrlich gesagt, ich habe nicht daran gedacht, dass ich das schaffe. Also beziehungsweise runterkommen werden wir sicher. Ob wir wieder starten können, das ist die Frage. Aber sagen wir mal so, wenn wir es nicht schaffen, dann habe ich wenigstens eine billige Entschuldigung, nochmal eine Rescue-Mission zu starten. Die gehen bei mir ja immer legendär daneben. Aber machen auch irgendwie am meisten Spaß. So. Also, wie sieht's mit dem Fuel aus? Wir sind hier auf Vollschub irgendwie, aber bis sich diese Terrier Engine durch so einen Tank gefressen hat, dauert es halt ein Weilchen. So, und stopp. Na toll, Moment. Och nö. Und der Mond dreht sich so und wir drehen uns da oben. Na toll, Dankeschön. Das heißt, ich muss jetzt meine Inklination auch noch ändern. Da weh! Das ist ja Bäbe. Also gut. Dann ändern wir mal unsere Inklination, was soll's. So. Kippen wir in die richtige Richtung? Ja, könnte. Plus, minus. Boah, verbraucht. Mann, das Ding bewegt sich ja gar nicht. Komm jetzt. Komm, mach keine halben Sachen. Warp 3.
Ja, das könnte gut sein. Der so, das wird langsam. Bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Haben wir noch Saft? 360 Liter Liquid Fuel. 110 Snacks haben wir an Bord. Ja, das ist schon reich. Okay, so und jetzt sind wir schön eingewinkelt. Jetzt nochmal ein bisschen bremsen. Wie sieht's aus? Fuel Warp ist noch da. Ich schiebe das mal so in die Ecke hier. So, dann wird er mal gebremst hier. Und Aufprall. So, das taugt. Ein bisschen, wir müssen ja noch bremsen können. Okay, so. Hahaha. Ha, ha. So. Mhm. So, Motivationskaffee. Los geht's. Mhm. Das ist die berühmte Pi mal Daumen Messmethode. Moment, muss ich hier an mehreren Punkten scannen? Ich habe das Ding nämlich nicht dafür gebaut, hier irgendwie über die Gegend zu schubbeln. Oh Gott. 570 Meter pro Sekunde muss ich abbremsen. Weiß ja nicht. Das klingt irgendwie nicht so gut. Schauen wir mal. So, dann würde ich mal sagen, ist es mal Zeit für die Bremsphase. So. Also. Voll die Bremse hier. Wir schießen drüber hinaus, oder? Moment. Wir sind nicht ganz auf Bahn. Wie wär's, wenn ich ein bisschen nach da fahre? Das ist schlecht. Andere Richtung ist besser. So, ja, die Richtung. So, Richtung Norden. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Okay, das passt. Ein bisschen mehr? Doch, gut, gut. Wie sieht es eigentlich mit der Höhe aus? Achso, wir haben eh keinen Saft mehr. Na gut, und tschüss. Okay. Wie ist es eigentlich mal mit Füße und mit Licht? Die Bremse braucht man nicht, Füße habe ich gemeint. So, das kann weg. Okay. Sind wir jetzt in diesem Bereich oder sind wir nicht in dem Bereich? Ah, you are entering. Sehr gut. You are entering. You are leaving. Nein, nein, leaving wollen wir nicht. Wir wollen nicht leaven. Ah, you are. Wir wollen da wieder zurück. Los, 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 los. Voll zurück, voll zurück, voll zurück. Okay, dass man da nicht näher rankommt. Okay, so. Gut. Wie sieht es mit dem Fuel aus? Nicht so toll. 200 Liter. Oh, das wird wieder eine Rescue Mission brauchen. Eine Rettungsmission. Sehe ich jetzt schon. So. Aha! Wir sind wieder drin. Perfekt. Apropos perfekt. Wie wir es mal mit landen und nicht abstürzen, das wäre ja auch mal eine nette Sache. Okay, wir bremsen. Das sieht sogar gut aus. So. 800 Meter bis zum Boden. Hier kann ich mal fast einmal. 600 Meter bis zum Boden. 500. 400. Piep, 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 piep. So. Ja. Wir sehen Licht. Sehr gut. Aim-Kamera. Oh, 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 oh. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Und. Touchdown. Boink. Haha! Erfolgreich gelandet. So. Haha. Also, wir haben noch 180 Liter. Kommen wir damit 180 Litern bis nach Hause? Könnte. Könnte, könnte auch nicht. Keine Ahnung, werden wir herausfinden. So, aber jetzt machen wir erstmal Science. Also, wir klicken mal hier drauf. Also, Temperature Scan. Klick. Keep. Das ist Mysterious Goo Ding. Mann, das ist echt praktisch. Warum wusste ich das nicht? Ich bin mir relativ sicher, dass ich es wusste, aber wieder vercheckt habe. Okay. So, dann haben wir das jetzt alles gemacht. Die anderen können wir nicht machen. Haben wir unseren Vertrag erfüllt? Oh nein, wir müssen die anderen Sites machen. Oh, Schande.
Ja, toll. Jetzt dürfen wir hier halt irgendwie über Moon drüber schrubbeln. Verdammte Axt. Seismic readings on surface of Gemini. Okay, also, machen wir erstmal Flag on the Moon. So. Hallo? Jetpack? Whee! Oh, wee, das war wee, knapp am Solarpanel vorbei mal wieder. Also, EVA. Wie new. Ach, Surface Sample. Okay, Surface Sample. So. Plant Flag. So, und. Na, wieder verkehrt rum, oh Mann. So, 2017. Wieder mal. So, yay! Me one home. So, dafür hat sich Valentina nämlich nicht verpflichtet. Die hat gedacht, sie fliegt bis Minmus und zurück. Aber nö, das wurde jetzt kostenlos erweitert. So, okay. Jetzt müssen wir zu den anderen blöden Dingern. Moment, wie viele sind es denn? Das sind noch 3, also 4 insgesamt. So. Also, deactivate navigation. Nein, ich bin. Okay, hat jemand eine Ahnung, woher ich jetzt weiß, in welche blöde Richtung ich jetzt muss? Ich habe hier diese Punkte. Muss ich jetzt einfach in irgendeine Richtung fliegen und hoffen, dass das schon die richtige sein wird? Der sagt mir zwar, dass er die Navigation gestartet hat, aber irgendwie hilft er mir dabei nicht wirklich. Da war irgendwie ging das, oder? Ging irgendwie. Ach, was soll's. Wir fliegen einfach Richtung Norden und dann biegen wir rechts ab. Ist klar, oder? Alles klar. Also Richtung Norden und dann rechts abbiegen. Okay. Wo ist Norden? Da. Bestimmt. Ja, Nordost, genau. Das Grüne ist auf der Map, sehe ich, wo Nordost ist. Die Frage ist nur, wo ist das jetzt hier wirklich? Ist ja vorstimmt. Mach das mal zu. Also, Start der Engines. In. Jetzt. Okay. Da ist Norden und das ist Nordost, glaube ich, oder? Das ist Osten. Nein, das ist Westen. Das ist Norden. Oh, hier, Navigation. Ja, da wollen wir hin. Sehr gut. Vollschub. Okay. Nicht übertreiben. Oh Gott, dreh dich mal. Das Kontrollen sind hier invertiert. Das ist ja furchtbar. So. Okay. So. Höhenangabe, 80 Meter über Grund. Tralala, lalalala, wir fliegen. Naja, das sieht eher nach. Weiß nicht. Fliegende Burritos. Hey, Moment. Achso, das ist die Flagge. Alles gut. So, der fliegende Burrito. So. Ich warte jetzt eigentlich, dass hier die Meldung kommt von wegen. Oh shit, wir müssen da rüber. Wir müssen da hin. Haben wir es verpasst? Ein bisschen, ne? Dann geht das Fuel hier aus. Da lang müssen wir. So. Kommen wir nicht gerade von dort? Moment, verarscht mich der Nachbar gerade? Moment, sind wir in dem Ding? Ich hab's nicht mitgekriegt. Kam da ein Entering, was auch immer? Oder kam es da nicht? Ich glaube, es kam da nicht, ne? Ich glaube, ich fliege hier gerade so um das Ding herum. Okay, wie wär's mal mit Bremsen? Okay, so. Also, die Richtung, da lang. Alles gleich, los. Ah, Entering! Ja, okay, wir entern gerade. Dann stoppen wir und landen, bitte. Ich will jetzt nicht riskieren, hier rauszufliegen. Ich weiß nicht, wie groß diese Gebiete sind und ich will jetzt nicht riskieren, dass das Gebiet halt irgendwie 2x2 Meter groß ist und wir jetzt rausrutschen deswegen. Also, 6 Meter, 5 Meter pro Sekunde, 4, 3, 10 Meter bis zum Boden und Touchdown! Yay! Okay, das hat immer funktioniert. So, das heißt, wie? Ja, mach einfach mal. So. Okay. Das hat geklappt.
Dann brauchen wir noch zwei andere. Activate Navigation. Okay. Aha, ich habe auch gecheckt, wie die Navigationsdinger funktionieren. So, Ene, mene, mu. Wie? Kein Risiko. Wo sind wir denn hier? Kein Risiko. Vor allem das Problem ist, wenn ich eh noch eine Mission starten muss, dann kann ich ja eh gleich... Wir fliegen da jetzt hin. Keine Gnade. Richtung... Ja, wohin auch immer. Mal gucken. So, da lang. Ganz sanft, nicht übertreiben. So. Quatsch, wir schaffen das schnell genug, hier eine Rettungsmission auf die Beine zu stellen. Die wird schon nicht verhungern. Valentina verhungert doch nicht. Ich meine, ich bin schon dankbar dafür, dass keiner von euch fragt, wie die anderen beiden verschwunden sind. Hallo? Wie weit ist denn dieses blöde Ding entfernt, bitte? Bin ich noch in der richtigen Richtung? Ja, ganz grob. Yay! Ich werde eine Rettungsmission brauchen. Na toll. Macht nix. Rettungsmissionen sind eh das Wahre. Oh oh. Uah. Boden, Boden, Boden. Puh. Sind wir nicht langsam in dem Bereich da? Na, super. Jetzt, wo ich beschleunigt habe. So, und. Voll die Bremse. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Da ist Kevin, guck dich das an. Vielleicht das nicht hübsch. So. Und jetzt müssen wir einen Seismic Scan machen, richtig? Aber wir haben keinen Seismic Scan mehr übrig. Ja, genau. Dann kommt das Trick einfach. So, die steigt jetzt mal bitte aus, die gute Dame. So. Klettert da ein bisschen runter. Schnappt sich hier diese Deltas. Und steigt wieder ein. Da bist du fest, Kinder. Andere auch noch schnappt. So. Cannot store experiment. Connection can be started. Verdammt. Okay, blöd. Ach so, weil wir da schon einen Scan haben. Ja, egal, steig einfach mal ein, was soll's. So, und jetzt. Block. So, sehr gut. So, und jetzt? Naja, sprittechnisch, wir haben ja noch 100 Liter. So, Navigation ist wohl an. Zumindest wenn ich das hier anklicke, sagt er mir deaktivieren. Aktivieren. Das ist an. Ja. Okay. Na, das kriegen wir schon noch hin. Das kriegen wir schon noch hin. Wir haben ja noch schließlich 1,8 Liter in den seitlichen Tanks. So. Wie sieht es eigentlich mit dem. Können wir vielleicht irgendwelche Science hier machen? Gravity Scan, Material Studies, mehr. Okay. Dann hoch geht's. Erstmal gut starten. Irgendwann umgucken. Nö, die Richtung nicht. Andere Richtung. Ja, hier lang müssen wir. So. Okay. Na toll, Entering. Verdammt. Voll Bremse, Bremse, Bremse. Hey du, wo ist die Bremse? Tschüss, Tanks. So. Okay, sind wir jetzt noch drin? So, ich glaube, wir sind noch drin, oder? Das zählt noch als drin. Ups, da ist was kaputt. Achso, das war da. Ja, das sind die Tanks. Ganz normal, das muss so sein. So, schön, wunderschön gelandet. Jetzt machen wir einen schönen Scan. Die andere Seite. Hier. Und dann haben wir das auch noch geschafft. Ja, so. Yes, so läuft das. Hervorragend! Alles, ich guck dich das an. Alles ist wunderschön grün. Hahaha. Ha, ha. Okay, wie viele Liter haben wir noch? Wir haben noch 80 Liter. Oh. 80 Liter. Schlecht. 80 Liter ist madig.
Das Problem ist, wenn wir jetzt abheben, riskieren wir, dass wir mit 80 Litern nicht bis in die Umlaufbahn kommen und dann heißt es halt schlecht, ne? Dann ist halt tschüss. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, dann müssen wir das an dieser Stelle mal eben... Ja, muss Valentina hier bleiben. Sie hat noch 110 Supply, sie hat ihr Recycler, der ist halt weiter recycelt. Und ich glaube, dann lassen wir das an der Stelle hier und dann kommen wir sie abholen mit etwas mit mehr Sprit drin. Wir hätten die Tanks nicht absprengen sollen. Wenn ich die seitlichen Tanks nicht abgesprengt hätte, hätte ich mit einfach irgendwie einem Auffüllflugzeug kommen können, das Ding einfach nur wieder auffüllen. Aber so... Na gut, dann haben wir immerhin beim nächsten Mal was zu tun. Dann holen wir Valentina vom Mond ab. Jo, auch eine Möglichkeit.